Haben eben die Gelegenheit gehabt, mit Bodo Ramelow zu sprechen, dem scheidenden Bundesratspräsidenten. Wir haben jetzt die Gelegenheit, mit dem zukünftigen Bundesratspräsidenten zu sprechen, mit Peter Tschentscher, dem ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für dieses Gespräch. Ab 1.11. sind Sie ja im Amt. Bereitet man sich besonders vor, gerade wenn man doch ziemlich viel politische Erfahrung schon hat? Ja, unbedingt. Das Bundesratsgeschäft ist ja doch komplex. Wir sind ein Zahnrad im Räderwerk des Föderalismus. Und dort gibt es ein gutes Briefing, dass die formalen Abläufe dann auch einem präsent sind. Ich bin ja seit 11 Jahren Mitglied des Bundesrates, aber jetzt zum ersten Mal im Vorsitz. Welche Akzente wollen Sie setzen? Welche Akzente kann ein Bundesratspräsident setzen? Ein Bundesratspräsident kann durchaus in der Außendarstellung Akzente setzen, so wie es ja meine Vorgänger auch getan haben, indem sie Auslandsreisen mit bestimmten thematischen Bezügen gewählt haben. Aber vor allem kommt es erst einmal darauf an, das Gremium im Föderalismus in Deutschland zu vertreten. Das heißt, in den Abläufen, die ja in diesen bewegten Zeiten oft ungewöhnlich sind, mit Sondersitzungen, mit Vermittlungsausschussverfahren, eine gute professionelle Vertretung auch des Bundesrats gegenüber den anderen Verfassungsorganen sicherzustellen. Und das vor allem in einer Zeit, wo unablässlich viele Sonderministerpräsidentenkonferenzen ja auch stattfinden. Wie passt das dann noch zusammen? Na, das zeigt eben, dass wir Entscheidungsbedarfe haben. Es muss in einer Krisensituation ja immer zeitnah entschieden und die Dinge dann auch umgesetzt werden. Und dafür braucht es diese Absprachen zwischen dem Bund und den Ländern auf den Ministerpräsidentenkonferenzen. Im Nachgang müssen dann aber auch die Gesetze und Verordnungen ja zügig umgesetzt werden. Und das ist dann eine Aufgabe, an der der Bundesrat beteiligt ist. Ich habe das Bodo Ramelow eben auch schon gefragt, aber das geht ja dann eigentlich doch ein bisschen zulasten der Parlamente in den Ländern, aber auch im Bundestag zum Beispiel. Nein, wenn Entscheidungen wäre ja auf einer Ebene getroffen und die Parlamente müssen es dann umsetzen sozusagen. Naja, der Bundesrat ist nun mal die Vertretung der Landesregierungen, die sich zusammenfinden und dann für die Gemeinschaft der Regierungen der Länder Entscheidungen treffen. Und das erfolgt auch in kürzeren Zeitabläufen so, dass die Entscheidungen sorgfältig in den Ausschüssen besprochen werden oder eben im Plenum durch eine fundierte Diskussion mit entsprechenden Vorabstimmungen dann auch entschieden werden. Frage ich Sie jetzt die nächsten Fragen als ersten Bürgermeister Hamburgs. Welche Erwartungen haben Sie an den kommenden Mittwoch, wenn die Ministerpräsidentinnen wieder zusammenkommen und anschließend dann auch beim Bundeskanzler vorsprechen? Der Bund hat zugesagt, bis zum 2.11. jetzt die weiteren Umsetzungsfragen zur Strom- und Gaspreisbremse darzulegen. Denn wir brauchen in Deutschland ja jetzt Klarheit, wie die Privathaushalte, wie auch die Unternehmen entlastet werden. Und das ist die Vereinbarung, dass wir nach den entsprechenden Voten der Expertenkommission dann in die Umsetzung gehen können. Was sind Ihre Erwartungen an die Runde am Mittwoch? Dass es konkrete Zahlen gibt, was wir zum Beispiel an Entlastungen erwarten können. Es ist ja schon zugesagt, dass Grundkontingente an Strom und Gas und Wärme für den Privathaushalt und auch für Unternehmen zu günstigen Preisen sichergestellt werden. Und da kommt es schon darauf an, um welche Zahlen es geht, damit wir als Verbraucherinnen und Verbraucher, aber eben auch Unternehmen eine konkretere Planungsperspektive bekommen. Derzeit ist die Unsicherheit groß. Viele, gerade kleinere, mittelständische Unternehmen fühlen sich ja bedroht, existenziell bedroht durch die Energiekosten. Und diese Sorgen sollten wir jetzt nehmen und sollten eine vernünftige Perspektive geben. Sind die Energiekosten ja das eine. Auf der anderen Seite sind ja auch noch weitere Punkte auf der Agenda. Das wissen wir von den vorhergehenden Sitzungen, die nicht immer ganz erfolgreich abgelaufen sind, in dem Sinne, dass es da eine Einigung gegeben hätte. Stichworte sind Regionalisierungsmittel für Regional- und öffentlichen Nahverkehr, die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen. Das Bürgergeld ist ein Thema, das Wohngeld ist ein Thema. Was ist für Sie am kommenden Mittwoch besonders wichtig? Also zunächst einmal mal nicht. Jede Konferenz ist sinnlos, nur weil es keine konkreten Ergebnisse gab. Oft braucht man auch die Zeit, um Dinge zu erörtern. Und nichts ist ja schlimmer, als dass Sie voreilige Entscheidungen treffen und die Dinge dann wieder einsammeln müssen. Wir haben so eine sogenannte Osterruhe mal mitten in der Nacht beschlossen. Und das ist ein großes Ärgernis, wenn die Dinge nicht zu Ende gedacht sind.
Deswegen muss der Bund sich die Zeit nehmen, um die Dinge bis zu Ende durchzuplanen. Und wir als Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wollen dann auch unsere Expertise einbringen, damit es zu guten Lösungen kommt. In der Krise ist es auch wichtig, keine Fehler zu machen. Und das ist unser Anspruch. Ich habe, glaube ich, nicht gesagt, dass es sinnlos war, sondern dass es ergebnislos war. Und ich habe, glaube ich, gefragt, was ist für Sie ganz besonders wichtig? Ich hatte dieser Tage die Gelegenheit, mit Franziska Giffer in unserem Podcast zu sprechen. Und die hat gesagt, die Regionalisierungsmittel sei Ihnen ein sehr wichtiger Punkt. Was ist Ihrer? Das ist so. Ein wichtiger Punkt sind Regionalisierungsmittel. Für uns ist aber auch der öffentliche Nahverkehr ein wichtiger Punkt, der ja mit dem sogenannten 49-Euro-Ticket verbunden ist. Es gibt aber gerade für die großen Metropolen wichtige Aufgaben jetzt in der Flüchtlingsversorgung. Also die Flüchtlingsfinanzierung ist ein Thema und auch die Überlegung, wie wir jetzt zum Beispiel mit dem Wohngeld in die Umsetzung kommen. Denn das Wohngeld soll ja reformiert werden, damit Menschen mit geringem Einkommen eine spezifische Entlastung erhalten. Aber das muss eben administrierbar sein, also auch zügig umsetzbar werden. Und das sind alles Themen, die auf solchen Konferenzen besprochen werden. Und ich sage noch einmal, auch wenn nicht sofortige Ergebnisse da sind, sind diese Erörterungen wichtig, weil die Gesichtspunkte dann in die weitere Umsetzung einfließen können. Wenn der erste Bürgermeister Hamburgs beim Interview ist, kommt man natürlich nicht drum herum zu fragen, um ein Thema, das in den vergangenen Tagen sehr viel Schlagzeilen gemacht hat, sehr hohe Wellen geschlagen hat, um im Bild zu bleiben. Es ging um die Beteiligung einer chinesischen Staatsreederei an einem Terminal des Hamburger Hafens. Es hat sehr viel Kritik gegeben, es hat sehr viele Einwände gegeben. Warum sind Sie dafür? Naja, die Kritik war ja oft getragen von einer tiefen Unkenntnis darüber, wie ein Hamburger Hafen organisiert ist und wie er betrieben wird. Und es ist völlig klar, dass wir in Hamburg darauf achten, seit über 800 Jahren, dass der Hafen in städtischer Hand bleibt. 100% der Infrastruktur bleibt in städtischer Hand. 100% des Betriebs des Hafens bleibt alleine bei der Stadt. Hier geht es um eine branchenübliche unternehmerische Vereinbarung zwischen einem deutschen Terminalgesellschaft und einer chinesischen Reederei. Eine Minderheitsbeteiligung, aus der überhaupt kein Einfluss, schon gar kein strategischer Einfluss auf die Hafenpolitik Hamburgs möglich ist. Und dort ist in großer Unkenntnis eine Entscheidung diskutiert worden, die nicht rückgesprochen war mit der Stadt Hamburg. Da ist viel Dogmatik und politische Sichtweise und wenig fundierte Sachkenntnis im Spiel gewesen. Einer der Einwände ist gewesen, dass das, was Sie zulassen in Hamburg mit der Reederei Cosco, würde China umgekehrt niemals zulassen. Wir haben solche Beteiligungen überall auf der Welt. Wir haben sie in Amerika, in Südamerika. Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd hat gerade ein Dutzend Terminals in Südamerika, Nordamerika gekauft. Das ist eine branchenübliche Beteiligung, um logistische Effizienz herzustellen. Und eine solche Beteiligung von Cosco speziell gibt es in allen großen europäischen Häfen. Und deswegen dürfen wir jetzt gerade aus Gründen der nationalen Stärke und Sicherheit den Hamburger Hafen hier nicht sozusagen in eine Wettbewerbsnachteilssituation bringen. Peter Tschentscher war das, der erste Hamburger Bürgermeister und ab 1.11. Bundesratspräsident. Da werden Sie sicher das eine oder andere Mal wiedersehen, auch live hier bei Phoenix. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben an dieser Stelle.